Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, der kleine Drake war fleißig und hat brav noch Batterien hergestellt und hat das auch hier umgebaut. Ich habe jetzt den sozusagen von da nach hier verfrachtet, auch 8 Batterien drin. Hab dann hier ein Blue Alloy Kabel hin. Hab Schwein gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das letzte Mal euch so schon gesehen habt oder nicht. Auf jeden Fall war der noch in die Richtung gedreht und das Kabel war angeschlossen. Es ist aber nichts passiert. Gott sei Dank. Ich habe ihn dann gedreht. Glaube ich, ist nichts passiert, weil das Kabel eben in die Gott sei Dank richtige Richtung geguckt hat, weil nämlich in gar keine. Also wie gesagt, dann da jetzt rein und dann da rein, da habe ich dann mein dickes Kabel hin. Da fehlen mir jetzt noch 5 Batterien. Ob ich in die hin? Ich weiß, dass ich sie gemacht habe. Bin momentan dabei, gerade wieder Large zu machen. Wo habe ich die Kleinen hin? Lauter Freude weggeschmissen oder was? Battery, jetzt wird's witzig. Medium Cadmium? Nein, ich brauche Medium Lithium. Da sind welche. Da sind welche, das ist klar. Da sind welche. Da ist eine drin. Batterien gemacht und ich finde sie nicht mehr. Das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, oder? Es regnet mal wieder. Schauen wir hier nach. Verschlammt. Finde ich bestimmt wieder. Das heißt, du kommst noch da rein. Ich weiß, dass ich 5 Stück gemacht habe, weil ich genau das gewusst habe, dass ich mit denen noch will. Ich weiß es nicht, wo ich es hingepackt habe. Ich habe die Kabel aufgeräumt, Kiste hoch und... Nein. Hey, also ganz ehrlich, wenn das Wetter nicht nach dem... Ist da ein Mod drin, der wo das Wetter nach einem realen Wetter macht? Kann ja nicht sein, oder? Ja, wie gesagt, ich frage mich halt wirklich, wo ich diese 5 Batterien hin habe. Habe ich die vielleicht aus Versehen hier reingeschmissen? Hab sie gemacht? Ich weiß es, ich bin mir sicher. Ich werde senil. Nee, weg. Alle weg. Alle goa. Also, nochmal. Ich habe hier das Kabel drin. Und zwar von klein bis groß. Ich lasse immer einen Stack da. Alles andere wird immer aufs Höchste konvertiert. Sozusagen habe ich es jetzt erstmal aus den Dingern rausgeschmissen. 2, 4, 6. Das heißt, ich könnte... 12, das heißt, ich könnte in 3 Drawern könnte ich das auch machen. Ja, aber dann halt hochkanten, ne? Ist klar. Kommt aber dann irgendwann ins Kabelhaus, aber nicht hierhin. So, dasselbe habe ich dann auch hier mit Redstone Alloy Kabel. Da habe ich halt noch die Förderstufe nicht. Dann Kupferkabel, Unrelated Copper Cable, Cupronickel Cable, weil, wie gesagt, LV, MV, HV, Gold, Elektrum, Silber, Blue. Und genau, das halt die ganze Zeit durchgehend. Dann bin ich hingegangen, habe die Drawer hier ausgetauscht. Was ich gesagt habe, die haben wir auch gerade aufgeräumt.
habe jetzt gesagt, 1, 2, also ich gehe immer von unten nach oben. 1 bis 4, 5 bis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, dann habe ich die ganzen Circuits noch mit drin. Erstmal die Standard-Circuits, den Nuller und den Umbastler. Den habe ich jetzt auch mit da rein. Dann können den alle von uns benutzen. Dann habe ich mich ja das letzte Mal gefragt, brauche ich in meinen Mixer ein Wasser? Ich habe natürlich gesagt, nein, ist das schön, dass ich mich geirrt habe. Ich brauche natürlich mit Wasser. Und den brauche ich sogar ziemlich schnell. Also, packen wir jetzt mal dahin. So, und ich brauche für den Clean Room brauche ich 82 von diesen schönen Wet Concrete Blöcken. Dafür brauche ich was? Polyethylenpulp? Bitte nein, oder? Ich brauche noch mehr Poly. Ich gehe am Stock, echt. Ich muss mir sofort nochmal einen Battery Buffer bauen. Gib mir den Achter. Habe ich den auch nicht angeschlossen? Ich bin erst böse. Bin ich mal gespannt, wann er will. Hallo, will mal. Will mal. Das kann nur jetzt Jahre... Ja. Ah. Die Wilma ist da. Gut. So. Das da. Will mal Batterien haben. Verdammt. Ich brauche Battery Alloy. Auch Kupferkabel. Ich habe fast kein Poly mehr. Das ist gerade mein riesen Problem. Und ich habe es ja noch nicht hinten aufgebaut. Da bräuchte ich eigentlich jetzt auch eine automatische Farm. Hahaha, das wird witzig. Ich bin so lustig. Ich gehe gleich weinen. Geh mal das Mold rausholen, das Ingot. Das kommt da rein. Ich brauche jetzt unbedingt mehr Material hier drüben. Ich schau mal, ob da drüben vielleicht noch was fertig geworden ist, aus Versehen. Momentan ist es einfach nur noch ein Jump and Run. Sulfuric Acid Zellen. Das da. Nö. Ich brauche also Ethanol. Das heißt, ich brauche, ja. Ich gehe mal in die Küche, in die Kantine. Vielleicht finde ich was. Was ich zu viel habe. In der momentanigen Zeit. Gar nichts. Außer ja, Holz habe ich momentan sehr viel. Und Stein. Und Erde. Wobei Erde ist relativ. So. Wir schauen mal in meine Speisekammer. Weil die würde ich ja auch gerne noch machen. So, wir haben sehr viele Äpfel. Da haben wir 300, 300, 200, 300, 200, 150, 198. Wenn ich jetzt Karotten daraus wird Methangas, Karottensaft, Plantballs, im Fluid Extractor wird Mulch und Fruchtsaft raus. Nein.
Das ist nicht das Richtige. Ich nehme mal ein bisschen Mais mit. Ich hoffe, dass der Mais jetzt nicht zu Popcorn mutiert da drin. Dam, 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 dam. Fruchtjuice. Nein, ich brauche keinen Fruchtjuice. Ich brauche Biomasse. Kornmehl. Wird aus Korn. Nee, aus Kornmehl wird dann nur das. Macht man nicht daraus noch Teig? Ah, Biomasse mit Wasser. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe gewonnen. Heißt, ich muss auf jeden Fall sehr viel Getreide anbauen, dass das auch. Und ich muss es regelmäßig ernten. Das heißt, ich muss regelmäßig da vorne meine Junkloader. Ja, sehr schön, dass mein Banker gegangen ist. Merke schon, es ist heute eine traurige Folge. Die ganze Zeit im Po gekniffen. Immer fischte. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich frage mich mal, der feststellen, dass da was fehlt. Sowas wie Batterien. Das Schlimme ist, jetzt muss ich das restliche Poly, was ich noch habe, da rein platschen. Okay, ich habe noch einen Stick, das reicht. Okay, das geht noch. Halt, erst nach hinten bitte. So, mein Circuit räume ich gleich wieder auf. Wobei ich den meistens, glaube ich, nur hier drin brauche. Aber ich will momentan nicht. Ich könnte jetzt. Jetzt war eigentlich die Frage, ja, warum baue ich da eigentlich die Medium-Lithium-Batterien nicht so? Weil ich da weniger Battery Alloy brauche. Da brauche ich drei. Und ein bisschen Poly. So. Das heißt, jetzt muss ich den überreden, dass er die Batterie füllt. Mit dem Zeug da. Habe ich die vielleicht irgendwo reingepfeffert? Weiß es wirklich nicht mehr. Da nicht. Den habe ich schon ewig nicht mehr offen gehabt. Also mir zeigt er nur die Bodennebel an. Ja, irgendwann wird es wieder uns über den Weg laufen. Das ist cool. Habe ich auch nicht gewusst. Habt ihr das gewusst? Ich habe da draus keinen Ding gemacht, aber jetzt macht er trotzdem weiter. Weil er sozusagen den Strom weiterleitet. Da habe ich mich gewundert, dass er noch nie Miau gemacht hat. Genau das. Sehr schön. Ich brauche einen Achtfachen. Es regnet schon. Ey, es kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Hör auf! Hockt da einer an der Konsole, macht er mir wieder Regen an. Regen an, Regen an. Ich brauche Kupferkabel achtfach. Jetzt nehme ich das Schöne. Mach das da, hab meine achtfach. Und ich bin mir sicher, ich hatte noch eine Kiste. Nicht gut. Und drei Batterien. Das heißt, ja, die fünf, die wo ich vermisse, werde ich noch eine Vermisstenanzeige schreiben. Polizeistation bauen.
Wir bauen jetzt eine Polizeistation, wo man dann sozusagen Verlustmeldungen abgeben kann, beziehungsweise ja, dann auch, wenn jemand was klaut, ne, dann wird der eingekastelt. Dann steht er hinter schwedischen Gardinen. Verstehe ich nicht. Aber ist egal. Ja, muss nicht alles verstehen. Und die Batterien laden. Und zwei Maschinen können wieder arbeiten. Und meistens, glaube ich, laufen auch nicht mehr als zwei Maschinen gleichzeitig. Ich gehe noch mal meine nächsten Batterien holen. Ja, da noch mal zwei. Bräuchte es dann irgendwann vier? Wie gesagt, die Batterien, die wo ich ja dann unten hab oder dann da hinten hab, kann ich ja dann auch unten verwenden. Ist egal. Und falls ich die dann doch finden sollte, freue ich mich. Glaube nämlich nicht, dass ich schon mit meiner Weisheit am Ende bin von den Batterien. Ah, sehr schön. Ich habe heute meine ersten 1000. Und das Schöne ist, ich weiß auch da ich gleich, dass ich eine Maschine abbauen kann, die ich da hinten nicht mehr brauche. Ein Chemical Bath. Kann ich auch gleich mitnehmen. Weiß noch nicht, ob ich das Chemical Bath irgendwo anschließen muss, wo ich Wasser brauche. Schließ einfach mal an. Nee, Chemical Bath braucht eigentlich immer irgendeine Flüssigkeit. Sehe ich gerade. Entweder zum Färben oder sonst was. Dann heißt es, du kommst definitiv hier hin. Weil Flüssigkeiten kann ich von oben kommen lassen. Oder von unten, von oben nach unten laufen lassen. So, okay. Vor lauter Freude und Spaß. Genau, ich habe gesagt, ich brauche. Ich habe das restliche Plastik. Jetzt muss ich nur gucken. Molten Polyethylen. Ethylen. Ethylen? Ethylen. Geht aber mal rein. So, und Ethylen braucht einen Chemical Reactor. So, und es muss, glaube ich, 1000 zu 1000 sein. Oder? Ich hoffe. Ne, Molten Polyethylen. Das da braucht. Fast richtig. Es muss ein bisschen mehr werden. 216. Dann brauche ich Circuit 1. Einen Circuit 1, bitte. Kommt sofort. Wenn es was nichts Leichteres gibt, ist es als ein Circuit 1 zu holen. Distillery und Chemical Reactor, denn Basic da hinten, den brauche ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich ja kein Benzin mehr umwandle. Ja, weil das passiert jetzt alles drüben. Ich wandle sozusagen Biomasse um. Ist umweltfreundlicher.
Und das da kommt da rein, weil dann kommt auch irgendwann Plastik raus. Und ich brauche jetzt davon 82 Stück. Wäre sehr traurig. Ja, okay, das ist aber erst die Stufe danach. Ich brauche die Stufe davor. Dafür brauche ich Calcit Dust. Ich brauche Stone Dust, Clay Dust und Quarzsand. Habe ich Quarzsand? Habe ich. Habe ich. Moment, also, mir geht's weiter. Habe ich. Das habe ich. Habe ich. Ein Frosch im Hals habe ich. Stone Dust und Calcit. Calcit. Na, ich nehme natürlich Salpeter mit. Passiert bestimmt auch nichts. Und ich brauche noch Stone Dust. Das ist das da. Das komische Fass da, wo ich sehr wenig habe davon. Das ist ja das Schöne, das wird irgendwann verarbeitet. So, dann heißt es jetzt, dann kommt das da alles mal da rein. Und brauche ich noch einen Circuit? Den Circuit Nummer 2. Da habe ich noch einen. Und eine kleine Wasserspritze brauche ich noch. Wie Wasser. Wassi, 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 wassi. Wir wollen ein bisschen was waschen. Hallöchen. Ich hätte mal gesagt, machen wir mal 4 Stück. Erstmal. Schauen, wie viel das rauskommt. Gott sei Dank habe ich einen ganzen Wassertank vom Dach abbauen können. Ein Tank. Tschüss. Stone Dust, Stone Dust, Quarzsand, Calcit, Calcit, irgendwas, irgendwas fehlt. Quarzsand, Stone Dust? Ja, ich bin ein Honky Man. Das weg. Clay Dust, ich habe noch 3. Doch so viel. Muss ich gleich aufpassen, dass ich nicht feiern gehe mit so viel Clay Dust. Wir haben gar keinen Clay mehr, ne? Auch kein Hardened. Ich mach mal schnell. Wir möchten ja heute noch fertig werden, ne? Das hat mich bestimmt der Schlag treffen. Okay. Ja, wobei, es geht eigentlich. Also unten hat er nichts gemacht. Ich vermute nur, dass der obere Bereich etwas kleiner geworden ist. Ja, busy. So, wir gehen mal runter. Ich brauche nur ungefähr ein Stack. Mehr brauche ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Du nicht? Hast du Tools aufgesammelt? Nö, ne? Das war jetzt bestimmt der Kamerad Rot. Genau. So, Kamerad Rot. So, ein Kamerad Rot freut sich und ich brauche wieder die Werkstatt. Der Waypoint wird natürlich noch versetzt, weil wir werden draußen. Nichts drinnen. Draußen. Das Schöne ist jetzt dadurch, dass ich jetzt Batterien wieder da drin habe. Und zwar mindestens 4. Freut sich der und kann auch wieder arbeiten. Dadurch, dass ich nur 4 drin habe, kann der nicht arbeiten. Weil die Maschinen da die anderen auch noch Hunger haben. Sehen. Zwei Batterien hat er noch fertig und so.
Oder vielleicht nochmal ein paar Batterien gemacht. Ja, ein paar hat er noch gemacht. So zwei. Aber heiliges Kanonenrohr, wie schnell hier Batterien weggehen, ne? Witzig wird's erst, wenn Prophet feststellt, oder nicht feststellt, sondern die Batterien machen will, dass auf einmal hier was fehlt. Sag ich ihm? Nein. Nein. Er soll ruhig mehr Batterien machen. Nein, aber wir müssen die Batterien sowieso ändern. So, wir haben nochmal 1000 gemacht. Bitte schon durch. Passt. Das ist der Wahnsinn. Da brauche ich wirklich eine Farm für. Aber da bräuchte ich eine große Forestry-Farm, die wo die ganze Zeit Weizen produziert. Gott sei Dank gibt es ja noch weitere Probleme, gar keine Google oder nö. Wisst ihr, was das Schönste ist? Ich wollte das eigentlich gar nicht machen, was ich gerade mache. Ich hab mal. Es ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass wir jetzt keinen Wettkonkret herstellen. Holla die Waldfee. Wo muss das jetzt dann hin? Da würde ich mich freuen. In den Assembler. Ja, da freue ich mich aber ganz besonders. Ist Gott sei Dank gar nicht weit weg, sondern der ist da hinten. So, das heißt jetzt aber für mich, ich könnte, oder... Es kann doch jetzt nicht wahr sein. Kannst du mal aufhören zu regnen? Echt? Ich mag keinen Regen mehr. Weder im Spiel noch draußen. So, ich habe jetzt noch 2448 Polyethylen drin. So, und die lasse ich jetzt einfach mal da drin. So, und die tue ich jetzt einfach mal ins Kraftwerk. Wie gesagt, natürlich, wenn ich irgendwann auch den großen Miner habe, also das Zeug werden wir brauchen wie Sand am Meer. Wie gesagt, ich weiß halt nur nicht, das ist halt jetzt kommt halt auch das Problem von mir in... Ah, ich habe sie gefunden! Klein Vollpfosten hat sie in die falsche Maschine geschmissen. Es geht nichts verloren. Ich habe gewusst, dass ich Batterien gewischt habe. Ja. Wir können es erfüllen. Bing. Ich habe mich schon vorhin gewundert, warum das denn nicht laden. Jetzt weiß ich's. Aber ich glaube, ich habe jetzt dann dadurch alle... Ja. Ich habe jetzt genauso viel Batterien produziert, wie ich jetzt noch gebraucht habe. Ha! Ist doch schön. Problem wird es halt dann nur sein, für diese Black Steel Frames, das ist das wenigste Problem, das liegt schon drüben. Aber dieses Polyethylen Pulp, ich brauche jetzt halt davon. Polyethylen Bar, ich brauche jetzt halt davon fast zwei, oder eineinhalb Stacks Minimum. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Poly herstellen. Das heißt, wir müssen ernten und das unten auch wachsen lassen. Und dann uns da auch noch Gedanken machen, dass das funktioniert. So, was könnte denn jetzt der kleine Jack noch machen? Die Ethylenzelle, wo er einstecken hat, in die richtige Maschine stecken. Dass der Polyethylen rauskommt. Ja, das wäre doch mal.
Das wäre doch mal eine Sache, ja? Ja, da kommen ungefähr 10 bis 11 Stück, glaube ich, raus von einer Fuhre. Also, aber ihr habt gesehen, es kommen 2 Zellen aus, fast 3 Stacks Gemüse raus, ne? Habe ich jetzt... Moment, habe ich da drin jetzt eigentlich... In meinem Ding habe ich jetzt Plant Balls. Was kann ich denn aus Plant Balls machen? Biomasse. Moment. Ich kann Plant Mass machen. Will ich nicht. In der Brewing Machine kann ich da... Ja, das ist richtig viel Biomasse, was ich da machen kann. Im Fermenter? Okay, aber sowas gibt es hier gar nicht, ne? Ein Fermenter gibt es nur bei Forestry. Also das heißt, ich könnte mit Wasser 90-90 machen und Mulch. Oder wenn ich zu viel Honig habe, kann ich dann sogar draus 135 Millibuckets Biomasse machen. Und das muss ich dann... Das könnte ich dann in das Still geben und daraus Ethanol basteln. Oder ja, irgendwie umwandeln. Kann man das nicht umwandeln? Das wäre ja doof. So, aber ich nehme jetzt mal die Plant Balls da, die 57 Stück. Und quetsche die mal da rein. So, jetzt habe ich natürlich noch ein Problem, was ich gerade festgestellt habe. Das ist nicht witzig. Ich habe ja oben meine Wasserversorgung rausgeschmissen. Das heißt, ich kriege kein Wasser mehr von oben. Ich habe doch draußen noch bestimmt eine Pumpe rumfliegen, ne? Und sowas von. Oh, das heißt, du da musst den da auf Import stellen. Ich habe hier einen 64er Tank. Mir erstmal egal. Hauptsache Tank. Das heißt, da wird jetzt gleich mal. Da muss ich mir jetzt gleich mal noch gucken. Was will ich denn? Ich will doch Wasser. Wasser ist da. Genau. Brav. Die Supertanks kann man ja leider nicht transportieren. Ja, das heißt, ich schmeiß mal jetzt hier jetzt Wasser rein. So. Und dann geht da nochmal das Wasser nach. Ich hätte zwar noch irgendwas in der Leitung gehabt, aber Gott sei Dank ist mir das sofort eingefallen, weil ich wäre weggegangen, hätte irgendwas geguckt, ne, und auf einmal hätte ich blöd geguckt, weil es halt nicht reicht. Ja, also genau, wir wollten jetzt mal schauen. Also an den Plant Ball. An den Plant Ball macht man in einem Kompressor. Zeigen mir mal bitte den richtigen Kompressor an und da kann ich jedes Teil reintun mit 8 Stück. Dann kriege ich einen Plant Ball raus. Und ein Plant Ball macht mir 135 Millibuckets im Fermenter. Ich brauche nicht keinen Fermenter, ich brauche Brewing Machine. Der macht 180. Und braucht dafür 72 Sekunden. ULV. Okay. Das heißt 72 geteilt durch 2 sind 36. Geteilt durch 2 sind es 18. Also das heißt, normalerweise dürft ihr nicht länger brauchen als 18 Sekunden.
So, und du brauchst 36. So, nochmal ein Plant Ball. Richtig, mit dem Kompressor. Ich schätze mal, das ist Size egal. Genau. Ist aber auch ULV. Das heißt, ich könnte aber zum Beispiel Saplinge, wie zum Beispiel GT++ Saplinge, zu Plant Balls verarbeiten. Er braucht dann auch nur 7,5 Sekunden, beziehungsweise MV braucht er dann 3,75 irgendwas, also ungefähr 4 Sekunden. Moment, da braucht er ewig die Brewery. So. Aber. Ja. Nee. Also ich schätze mal, das hier ist falsch. Oder? Nee, 36 Sekunden. Ja. Nee, ich bin im Advanced drin. Dann ist das falsch. Dann stimmt das nicht. Da ist gelogen. Das ist LV. Nicht ULV. LV. Es ist Voltage ULV, aber das Rezept ist LV. Kann ich streichen. Gut. Also. Sekunden. Genau. Passt. Und dann kriege ich 180 Liter raus. So. Und ich brauche dafür 8 Zepplinge. Oder 8 irgendwas. Nur ich glaube, ich kann aus Avocado zum Beispiel, glaube ich, gar keine Biomasse machen. Doch, ich kriege aber aus einer kriege ich 20 raus. Das heißt, ich kriege aus einer 160 raus. Also ich kriege aus einer, genau. Ich kriege aus 8 kriege ich 160 raus. Das heißt also, ich würde einen sozusagen geschenkt bekommen, wenn ich den erst zu einem Plant Ball umarbeite. Das heißt, das Ding wird alles aufgebaut so, dass wir in Zukunft Plant Balls verwenden. Das ist ja Kopf wie gesprungen, dass das ewig dauert, dass es 36 Sekunden dauert. Jetzt muss ich nochmal gucken, welcher Zeit, ne? Also das dauert 15 Sekunden. Also klar, MV dauert dann 7,5 Sekunden, bis er mir einen Plant Ball gemacht hat. Also das heißt, der würde dann sogar zwei Plant Balls machen in der Zeit, wo der andere einmal durchläuft. Ist kein Ding. Oh. Und wenn ich jetzt das durchjagen würde, durch die Brewing Maschine, dann bräuchte er 8 Sekunden. 8. Also das heißt, nein, wir rechnen mit 4. Und 8 mal 4 sind 32. Ja, 32 Sekunden bei MV. Und der braucht 36. Also es heißt, diese 4 Sekunden sind sozusagen das, was er braucht, noch mehr für das, was ich rauskriege. Ist mir aber egal. Ich weiß gar nicht, kriegt man das vielleicht noch günstiger, aber ich glaube nicht, ne? Ja, es könnte ja sein, dass man, wenn man, aber also, wer packt denn was in ein destilliertes Wasser? Das wird mir ja ganz anders. Ja, da kriege ich Lemon Juice raus. Was mit distilliertem Wasser? Was? Mit distilliertem Wasser? Mir eben wirkt gerade anders. Ich vermute, das hat was damit zu tun, dass es sonst. Na, nee, also distilliertes Wasser. Also destilliertes Wasser, das heißt, alle ist destilliertes Wasser nicht so, dass dann alle, also dass das wirklich ein blitzeblankes Wasser ist, ohne irgendein Käse drin? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Kann mir einer mal erklären. Oder ihr wisst, was ich meine. Weil
Ich stelle mir gerade vor, du Gerolf Steiner und so weiter, wie sie alle heißen. Nur mal zum Bleistift. Die machen eine Mineralquelle auf, um ihr Wasser dann zu distillieren. Also die ganzen Käse rauszumachen. Ja. Nee. Aber wir hatten ja auch Arbeits ich hatte ja auch Arbeitskollegen, die haben auch gemeint, die müssen, glaube ich, war destilliertes Wasser, was er zu mir gesagt hat, was der da getrunken hat. Hab ich ihn gefragt, ob er doof ist. Ja. Genau. So, aber wir sind gerade fleißig dabei. Wir haben jetzt da 27, 57. Das heißt, wir werden jetzt gleich ein bisschen Polyethylen in Dustform haben. Oder auch nicht. Und ich nehme mal auf jeden Fall. Ja, einmal läuft er noch. Ja, das reicht trotzdem nicht für 63. Also das heißt, ich brauche jetzt mal Oxy. Und ich brauche mal. Gott. Wird das schön, wenn das hier alles aufgeräumt ist. Das könnt ihr mal glauben. Es dauert halt leider ewig. Er macht, ne, wie gesagt, er macht halt nicht 20, sondern er macht halt gleich 180. Aber er muss trotzdem viermal durchlaufen. Dass er das halt hinkriegt. Da bin ich sogar beim Überlegen, ob ich dann noch eine zweite Brewery baue, dass ich gleich zwei Advanced Breweries laufen lasse. Wobei ich bin jetzt gerade. Ich muss mal schnell den Fluid ausmachen. Es ging jetzt aber ziemlich fix. Außer es war natürlich genauso viel drin, wie ich gebraucht habe. Ich habe natürlich nicht hier geguckt. Warum denn auch? Ich könnte mal schnell was machen. Vielleicht bin ich noch schnell genug. Ich bin nicht schnell genug, weil ich muss erstmal die Kiste finden, wo das Zeug drin ist. Ah, da. 32. Hört sich gut an. War schnell genug. Ist es nicht schön? So, jetzt kann ich nämlich die eine Zelle da reinschmeißen. So, und ich kann die Zellen da reinschmeißen. Auch Oxy. Und ich werde meinen nächsten Tank bald leer haben. Ich habe nur noch 62 Oxyzellen da. Juhu! Genau. Ethylen. Ja, 180 Liter. Ja, okay, klar. Also der ist auf jeden Fall fix. Also das heißt, wenn wir das über den Plant Ball machen, brauche ich mindestens zwei oder drei Breweries, die dann das alles in eine Distillery abgeben, die das dann weitergeben. Also alles andere, finde ich, wäre für mich oder meiner Logik nach schwachsinnig, weil, ja, da, weil 32 Sekunden oder 36 Sekunden. Ja, und dann hast du halt auf jeden Fall auch Polyproduktion, ne? Also da geht's dann ab. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo ich dann die Biomasseproduktion aufbaue. Ich vermute aber auch, das würde ich ins Chemiewerk auch mitpacken. Das wird dann ein Verarbeitungsschritt neben dem Poly sein. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Biomasse, wird dann zu Ethanol, wird dann zu Plastik. Muss es ja auch vor allem so aufbauen, dass es ja auch mehr wird, ne? Also das heißt, ich muss mehr Ethanol rauskriegen, ich muss mehr Ding rauskriegen. Nicht nur, dass ich da ein bisschen was mache für Plastik und davon brauche ich für ein zweites Rezept auch nochmal Ethanol und dann sage ich, ja, schön, nö. Ist heute leider nicht im Angebot, gibt es erst nächste Woche wieder. Nein. So, Ethylen. Bitte.
Oxy. So, gibst du mir bitte 3 Polyethylen-Bars, dann könnte ich das noch machen, was ich hätte vorhätte. Danke. Denn ich möchte jetzt noch schön brav das Polyethylen natürlich noch durchsieben. Durch den Maserator. Das nenne ich mal Geschwindigkeit, hä? Dann kommt die Anzeige nicht mehr näher. Fertig. Ding. Danke. Also Polyethylenpulp. Und wir haben ja gelernt, wir brauchen dafür, für das Plus Grade Block, brauchen wir Polyethylenpulp und Black Steel Frame Boxes. Und dafür brauche ich Black Steel Rod. Haben wir noch nicht? Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Aber ich habe hier Black Steel Ingots. Genau. Und die nehme ich mir jetzt ins Stack mit. Und da freut sich bestimmt unser Extruder drüber, dass der da mal eine Packung kriegt. Da kann er das machen. Und ich habe keine Eisenkiste mehr da. Also keine, die ich verwenden könnte. Mal einfach eine normale Kiste, wenn ich noch eine habe. Ich habe die letzte verbraucht, ist doch auch schön. Item Output. So, okay. So, dann heißt es jetzt, da verbraucht er einfach nur ein bisschen Strom. Ein bisschen Strom. Ist aber nicht so schlimm. Komm mal rein hier. Mach mal hin. So, und davon brauche ich auch 81 Stück. Ja, 81 Stück. Nein, 82 Stück. Scheiß mich selber. Dreh mich selber in den Arsch. Okay, dann brauchen wir 3 Itemfilter. Wir brauchen Motoren, wir brauchen Rotoren, wir brauchen Stainless Steel Framebox. Das ist das Wenigste. Wir brauchen Steel Bars. Ist auch wenig. Und der Clear Room Controller braucht noch weitere Itemfilter. Wir brauchen dann aber einen HV-Circuit. HV-Maschinen halt, das ist Ding. Stainless Steel ist auch kein Ding. Ja, da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Und da freut sich auf jeden Fall unser Extruder, weil der läuft jetzt eine Zeit lang. Und jetzt wisst ihr auch, ne, warum, dass ich gesagt habe, das Ding muss so stehen, wie er steht. Ne, weil jetzt gehe ich nämlich hin, hole mir einen freundlichen Hopper. Tu den mal freundlich dahinter. Ich habe gesagt, ich brauche 81 Stück. Okay. Also ich glaube, wir können einen ganz großen bauen, was Simo da an Black Steel vorproduziert hat. Außer ich brauche das noch für was anderes und ich habe es noch nicht gesehen. Also dann hauen wir noch einen zweiten Stack auf jeden Fall mit durch. Also dafür ist es dann da. Oh, so ist es halt vorgesehen. So, das heißt, ich muss jetzt das Polyethylen, was da drin ist, dann auch noch verbraten. Das ist aber keine Kunst mehr. Also ich brauche sowieso noch ein paar Maschinenhals. Ich kann mir noch ein paar Batterien bauen. Wahnsinn. 30.000 Concrete. Und jetzt muss ich mal schnell gucken. Nur schnell. Und zwar, ich brauche diese Pump. Genau, und es gibt ja sozusagen die HV-Pump werde ich mir nicht leisten können. Weil dafür, nee, ich brauche dafür Black Metal Bolt. Was brauche ich denn für Black Metal Bolts? Black Metal Ingot.
Dafür brauche ich Black Metal Dust. Das macht man mit Carbon und Lead. Und dem Circuit Nummer 13. So. Doch schon mal schön. Das ist nicht schön. Das heißt, das kann ich mir schenken, was ich mir da vorgenommen habe. Das ist doof. Okay, das heißt, der muss leider raus. Naja, klar, weil er hat jetzt natürlich ID verloren. Wäre jetzt natürlich geil, wenn es doch gehen würde, weil dann hätte ich wieder was drin. Jetzt muss ich mir mal schnell Options, Controls, Draconic Evolution, Tool Armor Config, Place Item in the World, das mache ich jetzt auf die 8. Das mache ich auf die 6, auf die 9, auf die 5, auf die 4, auf die 7. Auf das und du machst wieder Reset. Danke. Okay, dann kann ich jetzt nämlich hingehen und sagen 8 und ich habe es hingehängt. Doch schön, oder? So, dann auch hier die 8. Wir machen es wieder zu und wir drücken wieder die 8. Dann hängt es erstmal da und ich kann dann sogar noch mehr meine Circuits da verarbeiten. Dann wird 10. Super. Ja, toll. Wie war das? Ich brauche einen Mixer? Okay, solange ich keine... Ich brauche Lead. Was war das? Lead und... Ich brauche die 13. Ich brauche Lead, Manganes und Carbon. Also Carbon 12 Stück. Hat gewonnen. Ich hoffe, dass das da drin geht. 12 Stück. Circuit Nummer 13. Danke. So, dann brauche ich Manganes, habe ich gesagt, ne? Manganes. Magnesium? Manganes. Manga. Nimm auch ein bisschen Manga. Die könnte ich mir zeichnen. Manganes. Magnesium, Manganes. Magnet. Magnalium, Manganes. Ich glaube, ich spinne. Es ist ja, glaube ich. Das geht ganz schnell, ist klar. Greg, ist klar. Nein, das geht gar nicht schnell. Das dauert ewig. Weil du nichts findest. Wie zum Beispiel Manganes. Aber Manganes habe ich gar nicht. Manganes, wo kriege ich Manganes her? Ich soll jetzt, ja genau, Manganes. Im Vakuumfurnace, ist klar. In der Zentrifuge aus. Bessertine, die das rauskriegen. Manganes. Mangan. Ich hab einen. Ich merke hier, der mag mich nicht. Hab ich so ein Erz? Nö. Warum auch? Genau, Chromohr. Manganes. Es ist total witzig. Okay. Was habe ich gesagt? Wie viel brauche ich? So, pump. Ich brauche 3,2 Millionen.
Vor allem, ich sehe das jetzt schon kommen, ne? Ich habe das dann alles geschafft, dass ich endlich das komische Zeug zusammenmische. Brauche 5. Und davon brauche ich, und vom Lied brauche ich 3. Also das heißt, dich, da und da. Na klar, ich nehme wieder Cäsium. Ich hoffe, dass die Batterie da hinten noch voll ist, oder so einigermaßen voll ist. Ja, wird schon gehen. Hoffe ich. Ja, danke. Das und das. Und du sagst mir jetzt bestimmt, ne, ganz vorteilhaft ins Gesicht, ne, so into the face. Benutz doch mal ein MV. Genau. Ein Kelch nicht ahnen können. Ich hoffe jetzt nur, dass er, ja, toll. Ich bin natürlich jetzt dann gar nicht überfüllt mit irgendwas. Also mal rausnehmen und da die 13 reinpacken. Ja, danke schön. Jetzt kann ich den ganzen Krempel wieder reinschmeißen. Calcit, Polyethylen bitte nicht. Danke. Black Metal Dust. Und jetzt wird es mich gleich schleudern. Nein, das ist Smelting. Hui. Hui bu. Da kommt was auf dem Schuh. Ja. Weiß ich, drehe am Rad. Ich brauche 8 Balls, das heißt einer. Ich brauche 2 Aluminium, ich brauche einen Invarod, ich brauche einen Invarring. Ich brauche einen Motor und ich brauche eine Pumpe. Ich brauche einen Regular. Oh! Ich habe noch was gefunden, was ich brauche. Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich brauche nochmal MV-Circuits. 2 Stück. Ich weiß nicht, ob ich so viele habe. Eine Pumpe habe ich. Habe ich Invar? Ach, jetzt geht das Gesuch, sehe ich schon wieder los. Invar, du bist im. Nein, du bist Invar. Du bist nur Invar nicht da. In Wahrheit bist du nicht da. Doch, du bist da. Du bist da hinten. Und nein, bei euch ist nicht gerade die Zeitverzögerung drin. Ich habe es wirklich später gesagt. 13 geht da rein. So, das heißt, ich brauche jetzt dann den Bolt. So, jetzt muss ich dich mal schnell rausnehmen, weil ich da den Bolt brauche in Black Metal. Aber du gehst nicht. Dann rutschst du mit mir zusammen. Dann brauche ich bitte einen Ring. Mit dem Nasenring. Das ist dann der da. Und was brauche ich noch? Ich brauche noch einen Bolt. Ein Rod. Das ist auch ein Rod. Ich schaue mittlerweile nach. Ich glaube denen nichts mehr. So, Ring wieder dahin. Einen Ring. Diese 8 Bolts und ein Invarod. So, dann brauche ich einen Regulator. Das heißt, ich brauche jetzt, da ist nichts mehr drin. Aber ich habe jetzt hier eine Pumpe drin, ich habe hier einen Motor drin. Regulator, Regulator, Regulator. Ich brauche nur die Pumpe. Was will ich mit dem Motor? Das wird danach kommen, vermute ich. Regulator. Circuit 1 und 2 davon. Sehr schön. Den da. Circuit 1 und eine Pumpe. Und dann brauche ich genau den Regulator, die Pumpe und den Motor. Ich habe doch richtig gesehen, dass ich einen Motor brauche.
Also das heißt, du kommst da rein. Für die, die sich gerade fragen, was ein Regulator ist. Ein Regulator ist das Ding, das was anfordert. Also die Pumpe pumpt raus, der Regulator fordert an. Das heißt also, ich könnte jetzt zum Beispiel hier einen Regulator hinbauen und sagen, okay, du förderst die Flüssigkeiten an. Und ich kann dann hier einen Tank hinbauen und dann holt er die sich die Dinger. So, den brauchen wir. Dann brauchen wir einen Invar, dann brauchen wir das, dann brauchen wir das. Und ich brauche noch zwei Aluminiumplatten. So teuer gleich. Okay, dann gehe ich hin, klau mir den, mach den draus und dreh den im Kreis, mach mir die 20 und drück die 8. Ich habe jetzt hier mein Handpump Token und die 20. Und ich freue mich. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nee. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wäre schon ein wenig komisch gewesen. Aber ich habe eine Advanced Pump. Ha! Das heißt jetzt, meine kleine Pumpe, die wo ich jetzt da habe, das ist ja eine, die, ja, die macht 2000 Liter. Und das Baby macht jetzt 32.000 Liter. Also das heißt, ich kann da wirklich auch jetzt dann leer trinken. Das heißt, das Liquid Ender, was jetzt da drin ist, könnte ich auf einen Schlag sozusagen in einen anderen Tank fabrizieren. Und dafür wollte ich jetzt auch diese Pumpe haben. Die kleine werde ich noch nicht wegschmeißen. Ja, das ist, aber ich sehe gerade was anderes. Ich habe da Pipes drin. Small Electrum Pipes. Was suchen die da drin? Wieder mal weg. Genau. Und die Wooden Pipes können auch weg. Dann freue ich mich auch, dass mein Inventar nicht komplett zuklatscht. Und das kann auch raus. Meine Güte, ich habe wieder nur Müll einstecken. Also nicht Müllmüll, sondern den Müll, den wo man halt auch aufräumen kann. Ne, man kann Sachen ablegen oder man kann sie stapeln. Genau, ich bin der Stapeltyp. Glowstone Strip Mining Pipe. Ich werde da, okay. Das könnte ich ja dann das nächste Mal auch so machen, dass ich da eventuell noch einen Hopper dran anschließe. Ich habe einen Tank einstecken, der kann auch weg. Ich weiß, ich mache wieder Räumungsverkauf mit euch. Das heißt jetzt aber auch, ich habe jetzt hier mein Polyethylen-Pulp, das packe ich schon mal hier hin. Dann packe ich meinen Black Steel wieder da rein. Das heißt, der kann freundlich und bestimmt weiter mir meine Black Steel Frame Boxes bauen. Wie gesagt, diese Pumpe habe ich jetzt dann auch deswegen, dass ich auch dieses Zeug hier rausgerechnet habe, 30.000. Und, aber ich glaube, da habe ich noch das Problem. Ender IO. Ich merke schon wieder, ich wollte unbedingt wieder die Stunde erreichen. Ich merke, ja. Ja, ich lerne es nie. Ich weiß. Und zwar, ich möchte mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall Ender Fluid Conduits. Mindestens. Das heißt, ich brauche Polyethylen. Dafür brauche ich Brent Alloy. Und für dich bräuchte ich Pulsiding Iron. Ah ne, das ist Item Conduit. Okay, Vibrant. Und es gibt das Fluid Conduit, aber der mag keine Wärme, soweit ich das weiß. Und die Pressed ist Dark Steel Plate. Und ist Steel Fluid Pipe. Das würde funktionieren. Das könnte ich bauen. Am liebsten hätte ich natürlich war Brent Alloy, aber war Brent Alloy kann ich nicht herstellen, weil, oder? Kann ich das? Ich,
Ich fange schon das Motzen an, bevor ich überhaupt geguckt habe, ob es geht. Ja, genau. Ja, ich brauche dafür bestimmt einen Vakuumfreezer. Das war, glaube ich, das Problem. Ich kann es, glaube ich, herstellen mittlerweile. Also ich könnte es herstellen im Blast Furnace. Nein, kann ich auch nicht. Also das heißt, ich müsste den Blast Furnace auf 3000 Kelvin kriegen und IV. Dann kann ich sozusagen Hot Vibrant Alloy Ingots herstellen. Das heißt, ich werde einen EBF so aufbauen müssen, dass ich da vielleicht sogar zwei HV reinkriege. Ja, das ist hier sogar heterogen. Das wäre sogar noch ein dritter. Das heißt, ich bräuchte einen dritten EBF mit Hydro. Das wäre einer von den anderen vieren. Und dann könnte ich da sozusagen hingehen und sagen, mach mal. Das ist nicht schön, weil 3000 Kelvin, wie gesagt, wir haben 1900 Kelvin. Das heißt, ich überpower ihn mit zweimal HV, dass er auf IV geht. Ist ja kein Problem, kann man ja machen. Dann hätten wir halt einen sozusagen, der halt dann schon höher ist, drüben. Und ja, aber und dann habe ich halt meine und dann kriege ich 100, ich kriege ja 100 mehr pro hoch machen. Also jetzt bin ich bei 1900, dann kommt nochmal 100 drauf, ne, weil ich IV bin, bin ich bei 2000. Und dann brauche ich noch die anderen Coils, weil die sind halt auch bei, die sind halt dann 2900 hoch oder 2700. Dreimal hoch, 3000. Aber für die anderen Coils brauche ich halt den blöden Vakuumfreezer und für den blöden Vakuumfreezer brauche ich den den reinen Raum und ja und Strom. Okay. Ja. Ja, ich werde es jetzt auf jeden Fall mal so machen. Weil ich oder ja, also in diesem Raum werde ich vielleicht noch sein beim nächsten Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch gleich nochmal aufnehmen kann. Wenn ich aufnehmen kann, nicht wundern, da schaut immer noch alles gleich aus. Nach der Aufnahme werde ich hier anfangen, alles rauszuräumen, was ich nicht brauche. Und dann draußen auf der Straße stehen. Und dann werden wir mal hingehen und den LV-Bereich aufbauen, die ganzen Maschinen anstellen und das ganze Zeug abreißen, was wir nicht mehr brauchen. Das werde ich aber offline machen. Darum sage ich es jetzt. Wie gesagt, wenn ich die Zeit habe, weil dann in der nächsten Folge machen wir definitiv, was für mich nicht mehr so gaga ist, sondern wir werden davon anfangen, die Holzverarbeitung, also das Sägewerk aufzubauen. Ist auch. Da wäre ich anders gaga. Kennt ihr ja. Genau. So, aber jetzt halte ich auch die Klappe. Beziehungsweise fast die Klappe, denn jetzt kommt wieder der Endtext sozusagen. Wenn ihr Anregungen, Vorschläge oder sonstiges habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr möchtet, dass YouTube meinen Kanal mehr promotet, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann gibt es noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.